Oh mein Gott, er ist riesig. Wow, wunderschön. So ein Monster. Passe ich wenigstens im Bild? Ja. Hallo Mädels. Herzlich willkommen zum neuen Adventskalender 2020 Unboxing und dieses Mal mit 24 Türchen Maybelline New York Merry Christmas und es sieht wunderschön aus. Also ich bin richtig gespannt, habe extra nicht reingeschaut. Ich wollte mit euch zusammen heute Spaß haben. Wenn ihr habt Lust, dann bleibt ihr dabei. Und ich würde heute jede Türchen mit euch zusammen öffnen. So, jetzt geht's los. Ich habe mich bewaffnet mit einem Instrument. Hier erstmal diese Pflaster weg. Übrigens, ich habe Adventskalender bei DM bestellt, online, und ich habe dafür 45 Euro bezahlt. Ungefähr, ja. So, 44, 95, ich denke. Den Band habe ich jetzt abgezogen. Und ja, Kalender ist schwer, deswegen man könnte ihn einfach nur fixieren von hinten. Wunderschön. Bleibst du stehen? Sehr schön. Okay, jetzt können wir Türchen öffnen. Wow, das sieht richtig schön aus. An dieser Seite, ich finde ganz toll gemacht von Maybelline. Sie haben schon eine Zettel für uns vorbereitet, was wir nicht vergessen dürfen beim Weihnachtszeit. Plätzchen backen, Besuch auf dem Weihnachtsmarkt, Weihnachtsfilme schauen, eine Tasse heiße Kakao trinken. Ich finde es richtig süß. Ich sehe schon ganz oben Nummer 1. Übrigens, ich brauche mein Instrument nicht. Das geht doch ganz einfach mit diesem, ja, alles in Box wurde eingepackt. Nummer 1. Das ist eine Nagellack, richtig dunkle Farbe, also das ist wie dunkelbraun Farbe und übrigens passt perfekt zu meinem Lippenstift. Übrigens, Lippenstift habe ich heute auch von Maybelline, das war limitierte Edition, aber ich habe gesehen, Maybelline hat wieder limitierte Edition rausgebracht und da gibt es wieder wunderschöne Farbe. Kann ich euch nur empfehlen, einmal vorbeischauen. Color Show 60 Sekunden im Nummer 357, also das ist meine Lieblingsfarbe, würde ich wahrscheinlich selber benutzen, weil ich denke, etwas in diese Richtung bei mir schon, ja, nichts mehr da. Nummer 2, hier. Übrigens, auf der Verpackung steht auch, was sind deine Ziele bis Weihnachten, Babbelein. Etwas steht immer auf jeder Verpackung, das finde ich auch ganz schön. Ach, das ist Mascara. Okay, ich denke, das ist das gleiche Mascara, was ich habe in meinem ersten Adventskalender gehabt. Der war auch von Maybelline, New York City, aber das war Adventskranz, nur mit 5 Türchen. Coco, komm rein endlich. Moment bitte. Sorry, mein Kleiner, ja, muss bei Mami wieder dabei sein. Wo sind wir geblieben? Also, ich denke, das ist das gleiche Mascara, was ich habe, aber da war originale Version, also groß und jetzt ist eine Mini. Also, finde ich wirklich ganz schön bis jetzt. Nummer 3. Jetzt eine längere Paket und übrigens fühlt sich ganz leicht. Was ist das denn? Ach so, das ist eine Plastiktasche mit Reißverschluss für unterwegs, auch von Maybelline. Also ganz nett. Nummer 4. Das ist wie diese Kinder-Surprise-Eier. Und das ist schon Augen-Make-up-Entferner von Maybelline. Ganz Mini-Version. Ich habe von Maybelline Augen-Make-up noch nie probiert. Normalerweise, die bestehen aus zwei Phasen. Hier, ich sehe nur eine Phase. Vielleicht probiere ich mal. Aber ich denke, das ist nicht schlecht für unterwegs. Ja. Nummer 5. Lange Box jetzt. Also, das wird jetzt ganze Pyramide runterfallen. Also, das ist eine Lippenbalsam Baby Lips. Vermutlich hier steht 8 Stunden Feuchtigkeit. Cherry Me. Also eine Lippenbalsam mit Farbe vermutlich. Also getönte Lippenbalsam. Das wollte ich gerne verschenken. Also 6. Nikolaus. Das ist schon lange. Lange Box. Okay, das ist wieder Mascara.
Das ist schon, gefällt mir richtig gut. Ich liebe diese Mascara, aber ich denke im andere Variant, Lash Sensation. Also, ich weiß nicht, ob das das gleiche, was ich früher gekauft habe, aber das war lange Zeit meine wirklich sehr, sehr beliebte Mascara. Ich habe sie wirklich wieder und wieder nachgekauft. Danke, Nikolaus. Also, das ist schon, das gefällt mir. Nummer 7 hier unten. Lippenstift. Jetzt wieder Lippenstift. Oh, jetzt ist 25. Also in Adventskranz bei Maybelline war auch Lippenstift, auch aus dieser Serie. Übrigens ähnliche Farbe, was ich jetzt habe. Sehen wir, weil sie jetzt 25 sieht. Oh yeah, okay. Weiß ich nicht. Also die Farbe ist, es hat was. Ich denke, ich würde das behalten. Riecht natürlich auch sehr gut. Das war Lippenstift im Adventskranz von Maybelline mit 5 Türchen und jetzt ist nur. Also die Farbe, erstmal hat mich erschreckt, aber es hat was. Ich probiere doch jetzt. Diese kann ich jetzt nicht wegmachen, deswegen mache ich drüber. Wow. Mädels, was sagt ihr? Ich denke freiwillig, ich würde diesen Lippenstift nicht kaufen, aber ich bin froh, dass ich das doch probiert habe, weil mir ehrlich gesagt gefällt. Ich finde, die Farbe ist einfach nur Bombe, oder? Ja, natürlich, klar. Zum Arbeit, ich würde sowas nicht tragen. Es ist nicht möglich, aber das sieht klasse aus. So, jetzt gehe ich weiter. Also schauen wir weiter. Es macht wirklich langsam Spaß. Also dieser Kalender gefällt mir schon sehr gut. Ich weiß nicht, was wartet auf uns weiter. Und wir sind jetzt bei Nummer 8 geblieben, ja? Ganz kleine. Ich hoffe, dass wenn es klein, dann doch was Besonderes gut. Weil ich habe gesehen, meistens große Packung, kleine Geschenk. Oh, wie süß, oh, wie klasse. Das ist eine Primer. Das wollte ich probieren. Face Studio Primer. Kleine Version. Ich denke, das ist diese feuchtigkeitsspendende Primer. Ja, Hydrating Primer with Hyaluronic Acid. 10 Milliliter. Steht Nummer 50. Super. Das würde ich auf jeden Fall probieren. Es ist natürlich sehr kleine, aber trotzdem sehr gut. Nummer 9. Ach, echt meine Lippenstift ist geil, oder? Nun, Mädels, sagt ja was dazu. Okay, das schüttelt nicht bestimmt. Was wieder? Tütchen? Nein, das ist was Gutes. Das ist Face Studio Chrome, also Highlighter, Metallic Highlighter, genau. Das gefällt mir. Nummer 100 Molten Gold. Also diese Highlighter will ich auch auf jeden Fall jetzt testen. Ich habe von Maybelline. Ich denke, keine Highlighter. Sieht gut aus. Ich liebe goldene Highlighter. Sehr weich. Oh, und richtig fein. Also wirklich sieht richtig gut aus. Nummer 10. Oh. Also ganz klein. Das, was ich gesagt habe. Große Verpackung und ganz kleine. Was ist das? Okay. Color Show im Nummer 100 und das ist bestimmt in schwarzer Farbe. Ich habe sehr gute von MAC, bin ich sehr zufrieden und schwarze Augenstifte, ich benutze wirklich sehr selten, deswegen das würde ich weiter verschenken. Nummer 11. Auch etwas Kleines. Nagelfeile. Und das ist ganz klein. Und das ist bestimmt aus dem Glas. Also das gefällt mir richtig auch gut. Aber ich habe auch kleine Nagelfeile. Sehr, sehr gute Qualität. In meiner Tasche immer. Extra Reisevariant. Und eine habe ich. Richtige, gute, mehr professionelle. Deswegen, die kann ich auch weiter verschenken. Nummer 12 ist dran. Ist hier. Hauptsache nicht zu viel blabbern, weil ich vergesse, bei welcher Nummer bin ich geblieben. Also jetzt. Das wieder Lippenstift. Also das gefällt mir. Und scheint sehr schöne Farbe zu sein. 376 Pink for Me. Also diese Verpackung gefällt mir schon sehr gut. Wow, das ist auch wunderschöne Farbe. Aber ich weiß nicht, ob ich würde das behalten. Also
Wenn ich habe so wunderschöne Lippenstifte jetzt, das ist schon langweilig bestimmt, oder? Riecht so gut. Also, ich muss überlegen. Ehrlich gesagt, richtig schicke Farbe. Richtig schön. So, Nummer 13. Also, bis jetzt, ich bin richtig zufrieden. Aber ich denke, man merkt, ja. Von Anfang, ich war ein bisschen so skeptisch. Wenn ich sowas gesehen habe, ich habe gedacht, soll es sein? So, Tradition ist Tradition. Noch eine Lippenstift. Also, Maybelline weiß nicht, wohin mit Lippenstiften. Aber das ist schon jetzt andere Kollektion. Das gefällt mir schon sehr gut. Und Nummer soll sehr gut sein auch. 162. Gott sei Dank, die Farben sind einigermaßen. Was wollte ich sagen jetzt? Zum Tragen. Ja, genau. Ja, Alltagsfarbe. Genau, richtig gut. Aber nee, die Farben sind wunderschön. Wow, das ist. Das würde ich behalten. Also. Das ist richtig schöne Farbe. Es ist pudrige Rosé, also Altrose, pudrige Variante. Also das gefällt mir. Das sieht gut aus. Boah, ich würde am besten jetzt drüber auftragen auf meine jetzt. Also das ist genau meins. Guck dir. Es ist fantastische Nude-Farbe. Jetzt ist Sonnenuntergang. Ah, ich muss Gas geben. Also mindestens, das ist wirklich wunderschöne Farbe. 162. Gefällt mir. Nummer 14. Hier. Ich sehe schön. Ich sehe schön. Okay. Das ist vermutlich Eyeliner. Hyperpräzise All Day. Oh ja, und das sieht gut aus. Guck dir, wie schmal ist das. Also das will ich behalten. Wow. Das gefällt mir richtig gut. Super. Also bis jetzt wirklich tolle Produkte. Wow, es ist schon fest. Schaut ihr bitte. Momentan, es ist schon fest. Aber wenn man Fehler gemacht hat, muss man natürlich aufpassen, ja? Okay, wir bremsen uns nicht. Wir gehen weiter. Nummer 15. Und wow, das ist schon ein bisschen schwieriger. Nagellack. Oder? Ja, genau. Das ist jetzt Nagellack. Aber übrigens, richtig schöne Farbe. Genau das, was ich mag. Okay, auf dem Kamera sieht das viel schöner aus. Mehr saftig, mehr intensiver in Wirklichkeit. So ungefähr diese Farbton. Trotzdem ist wunderschöne Farbe. 353. Und steht auch, dass es soll in 60 Sekunden schon austrocknen. Also das behalte ich für mich. Okay, Nummer 16. Sehr leicht. Okay, das ist schon Beauty Blender. Bei mir Beauty Blender sind immer herzlich willkommen. Das freut mich. Deswegen ich probiere jetzt sofort. Wie weich ist das? Ich denke, ist gut, oder? Nee, doch. Ich denke, von Real Technique ist weicher. Das ist doch ein bisschen zu hart. Ich würde testen, aber ich denke, Realtechnik mehr sanfte. Das ist wirklich ein bisschen zu hart. Nummer 17. Lippenstift. Also, Mädels, bei mir jetzt schon eine riesige Kollektion von Lippenstiften. Aber das soll echt, nee, das ist andere Farbe. Soll wieder schöner Nude-Farbton sein. 157. Und sieht so aus. Nee, das ist doch nicht meins. Das ist so Barbie. Nee, das ist. Ich denke nein. Okay, zum Schluss, ich zeige euch meine ganze jetzt hier Kollektion von Maybelline. Also ganz ehrlich, wenn ihr wolltet jemanden glücklich machen, der hat fast keine Make-up zu Hause, besonderes Lippenstift. Dieser Adventskalender ist schon perfekt. Also lassen wir uns weiter überraschen. Jetzt Nummer 18. Nicht runterfallen. Oh, das ist ein bisschen schwer, aber keine Geräusch. Oh, das ist jetzt in Papier eingepackt. Nagellack. Okidoki, das ist schon schwarz. Das ist schon echt schwarz. 677.
Nee, ich denke, nein, ich denke, schwarz ist doch nicht meins. Es ist irgendwie, ja, besser so, besser rot. Ja, würde ich weiter verschenken und ich weiß schon wem. Nummer 20, bin ich richtig? Ja, genau. Nein, 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 nein. Nummer 19, ich doch. Doch habe ich mich abgelenkt. Etwas sehr flacher. Nee, etwas runder. Das ist sehr, sehr gute Mascara. Ich liebe, das ist meine Lieblings, das ist meine Favorit. Die ist richtig gut. Aber ich habe noch genug, deswegen kann ich die ganz in Ruhe weiter verschenken. Ich habe zu dieser Mascara extra Videos schon gemacht. So, ne? Also, The Falsies Lash Lift Mascara. Also, die ist wirklich sehr gut. Und das ist eine Reiseversion, aber ja, ich brauche keine Reiseversion. Also, Nummer 20. Was denkt ihr, was habe ich hier? Richtig, das ist mein erster Lippenstift. Aber was mir gefällt, die sind alle fast in verschiedener diese Farbe, Design ist gleich, aber Farbe, ja. Übrigens sehr schick sieht aus. In Nummer 260, also ich sehe, dass nur fast meine Farbton, aber kann doch zu dunkel sein. Ja, nee. Nee. Das würde ich weiter verschenken. Schwierige Farbe. 21. Lassen wir uns überraschen. Bitte keine Lippenstift. Yeah, das ist schon wieder eine Primer. Das gefällt mir schon richtig gut. Also, wo kann ich mich jetzt von Sonne verstecken? Also, das ist 10 Milliliter Nummer 20. Ich denke, ich habe von Maybelline noch keine Primer probiert. Muss ich wirklich, ja, ich bin froh, dass ich habe diese kleine Tester. Illuminator Primer with Micro Perlen. Das würde ich sehr gerne probieren und besonders auch auf meine Wange. Hier, meine Haut ist trocken. Nummer 22. Also wie immer, große Box und etwas da schüttet richtig. Richtig gut, was ist das? Kleiner Spiegel bestimmt. Ja, also das ist ein kleiner Spiegel. Ja, ich habe wirklich genug Spiegel. Deswegen, und ganz ehrlich, ich mag gerne, wenn ganz Gegenteil, ganz kleine Verpackung und ganz tolle, ja, Produkte ist drin. Nummer 23. Mascara. Das ist wieder Lash Sensation Mascara. Auf jeden Fall, ich freue mich auf diese Mascara. Design ist auch sehr schön und ehrlich gesagt von Maybelline. Ich liebe Mascara. Und jetzt ist schon 24. Ja, Advent. Ja, das ist schon Advent. Nun bitte, was da drinne? Bronzer. Okidoki. Das habe ich auch noch nie probiert. Also besser würde, wenn es hier vielleicht Puder wird oder was da gibt es noch bei Maybelline. Ich denke, ich habe schon genug Bronzer, aber na gut, ich finde trotzdem eine tolle Geschenk. Farbnummer ist 200 Medium Cool, also Cool ist schon gut. Sieht gut aus. Das ist eine Bronzer und Contouring Powder. Soll zu Konturieren sehr gut sein. Aha, okay. Also wirklich, fühlt sich weich, aber trocknen aus. Ja, warme Ton, aber ich denke schön. Also soll wirklich schön sein. Doch, doch, ich finde diese Bronzer wirklich sehr gut. Vielleicht kann man probieren, aber ich denke, ich habe keinen Platz auf meinem Gesicht mehr. Ich zeige euch ganz schnell meine Kollektion aus Lippenstifte, was da drinnen war. Also ihr habt schon vergessen bestimmt. Also 5 Stück von Lippenstifte. Ich wollte euch zeigen, alle Farbe, die war in der Adventskalender. Na, welche gefällt euch am meisten? Die Nummer alle sind hier. Natürlich die, ja, oder? Also die ist wirklich geil. Also das ist schon wenigstens Advent. Die anderen sind nude für Alltag.
Mädels, okay, ich würde natürlich nicht alle behalten, aber die sind wirklich sehr schön. Ich liebe Maybelline-Lippenstifte. Meine Kollektion jetzt in einem Tag riesig geworden, aber trotzdem, das hat viel Spaß gemacht. Also Mädels, dieser Adventskalender hat mir ehrlich gesagt sehr gut gefallen. Lippenstifte, fast alle waren wunderschön. Langweilig, oder? Nee, ganz ehrlich, seitdem ich habe für mich diese Farbe entdeckt, meine Laune, es wurde viel besser. Also freiwillig würde ich nicht kaufen, aber ich bin froh, dass dieser Lippenstift war im Kalender bestimmt. Ohne die andere, diese ganz dunkle, das sieht noch schöner aus. Also wirklich, schicke Farbe, kann ich empfehlen. Na gut, Mädels, ich hoffe, dass ihr habt wirklich Spaß gehabt und ja, ich hoffe, wir werden uns wiedersehen. Auf jeden Fall, ich freue mich auf eure Daumen nach oben und wenn ihr habt Lust, abonniert meinen Kanal und aktiviert den Glocke, damit ihr keine neue Video verpasst. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns ganz bald. Eure Natalie. Also ganz ehrlich, ich könnte mich nicht beruhigen. Ich will das probieren. Doch allein. Also geile Farbe. Ich kann so einschalten. Coco, du schnarchst.